Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom LS22 und zwar ein Update-Video von meiner eigenen Map. Ist gar nicht so lange her, hat sich aber viel getan und das will ich euch heute zeigen. Ich habe hier schon ein bisschen was vorbereitet und zwar so einen schönen Scania Interlink Bus. Den kann ich euch auch nochmal kurz zeigen, der ist auch in der Videobeschreibung verlinkt, ist von Real Life Team und dann findet ihr den hier. Ist so ein schöner Bus, den gibt es für Polizei und mit Frontblitzer und Limbus, VGK, Feuerwehr oder Polizei oder Bundespolizei oder halt Limbus, wie ich ihn habe. Wir haben alles mit Interactive Control gesteuert, wir können also reingehen hier, ist komplett begehbar, bis nach hinten durch. Wenn ihr das Kubota DLC habt, könnt ihr auch Passagiere hier mitnehmen. Hier habt ihr überall Knöpfe, wo dann hier hinten Wagen hält anzeigt. Und wenn ihr dann nochmal drauf drückt, dann hört es auf. Heißt, das sieht man von hinten und vorne. Wir haben ja auch so schöne Spiegel mit eingebaut, wo man alles sieht. Wir setzen uns jetzt nach hier vorne. Motorstart wie immer nervt. So, wir haben ja erstmal die Außenansicht, Klima hier oben. Schick schön. Dann haben wir drin Interactive Control. Hier haben wir einmal das Licht, was hinterm Lenkrad versteckt ist. Dann haben wir hier, also man sieht das, hier haben wir Licht. Hier haben wir Fahrgastlicht einschalten. Das sind dann die ganzen Fahrgastlichter da. Und dann aus. Also diese Dinger da. Und dann haben wir hier Fahrerfenster öffnen. Das ist dann das hier, meine ich. Das können wir wieder zumachen. Also das sieht man auch. Ist aber ein bisschen unsichtbar. Fahrerlicht einschalten. Dann haben wir hier ein Licht über uns. Also ich glaube, das ist das. Genau. Ja, ansonsten haben wir dann noch hier richtig coole Features. Einmal die Tür. Also das hier ist die vordere Tür. Können wir zumachen. Und wenn wir jetzt mal in den Spiegel da oben ganz schnell schauen. Da haben wir es ganz kurz. Ja, da seht ihr, geht die Tür auch auf. Also hinten auf. Und im Spiegel sah man das aus. Man sieht ja, die Tür geht auf. Das kann man nur von hier steuern. Und wenn wir die wieder zumachen und ihr in den Spiegel da schaut, seht ihr, die geht wieder zu. Dann haben wir hier noch ein geiles Feature und zwar, dann haben wir so eine kleine Animation und dann haben wir hier Osbeck oder Coming Soon, das wird noch gemacht, nehme ich an. Aber Osbeck ist eine Karte von B3ni, die in Arbeit ist und gar nicht mehr so lange braucht, bis sie offen, also bis sie zum Download kommt, soweit ich gehört habe. Kann mich aber auch täuschen, aber schaut gerne mal bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Wir können ja dann auf Osbeck klicken. Und dann haben wir hier Pause, Rundfahrt, Betriebsfahrt, Schulbus oder bitte nicht einsteigen. Ich mache jetzt einfach mal Rundfahrt, auch wenn es jetzt nicht die Osbeck ist, aber meine Karte gibt es halt noch nicht. Und dann können wir losfahren. Das steht dann auch hier oben, Rundfahrt, Osbeck. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit der Map-Vorstellung. Ich mache hier nur ein kurzes Licht an. Also wir haben hier schon mal angefangen, ist nichts, ist nur als Deko. Also die Bäume fand ich richtig schön, die werden hier auch stehen bleiben, vielleicht noch angepasst. Aber das ist halt der große Hotelparkplatz, der hier hinkommt. Das ist eigentlich nichts Spezielles. Das ist nur eine Arbeit. Aber wir haben jetzt hier hinten. Hier ist das. Das ist noch der Park von Kleinschweden, also meine andere Map. Der steht hier noch querfeldein. Aber der kommt halt alles nach hier drüben. Da stehen auch schon zwei Fußballtore, dass man hier Fußball spielen kann. Also das wird hier im Park hinkommen. Ich muss mal ganz kurz hier raus. Komme ich da ran? Nee. Muss ich. Ach egal, auf jeden Fall haben dieser Kiesstreifen, das wird wahrscheinlich der Gehweg sein. Deshalb, der ist hier so, vielleicht wird er noch angepasst, aber soweit so gut. Hier hinten geht es gar nicht weiter, deshalb, da wird noch am Ende Hammer hinkommen, wo noch mehr Häuser stehen. Und das wird in die andere Richtung auch gehen, aber mehr wird hier nicht sein. Wenn wir jetzt aber wieder hier hinfahren, ich weiß, meine Fahrkünste sind 10 von 10. Wir haben hier einmal, ich weiß nicht, ob ich das schon vorgestellt habe, ich mache das jetzt einfach nochmal. Ich stelle jetzt mal, das wird heute ein bisschen länger. Und ich würde sogar sagen, wir lassen die Tür nonstop offen. Und zwar fangen wir mit dem Supermarkt an. Da kommen noch Leute hin, die gehen. Also das hier wurde erstmal gemacht, dass hier jetzt ein kleines freies Stück aufgetaucht ist. Wir haben den Supermarkt, der hat jetzt auch Parkplätze bekommen. Und geparkte Autos. Und der ist nicht begehbar. Wir haben hier einmal Karts. Schönen Dinger. Und dann haben wir ja, das wird vielleicht noch umgeändert und die Reklame. Aber das kommt nach und nach. Auf jeden Fall haben wir hier den Parkplatz, der jetzt so gut wie fertig ist. Hier kommen noch Leute, die hier durchlaufen. Auf der anderen Seite haben wir dann ja der Gehweg hier. Haben wir dann das Rathaus. Ich habe
nur fürs Video jetzt alle Objekte so im Blender weggenommen, damit man das jetzt sieht, wie es aussehen wird. Wir haben ja halt das schöne Rathaus von Stani. Grüße gehen raus. Das ist jetzt begehbar. Wir können das öffnen. Wir haben hier draußen auch Licht. Und hier drin haben wir dann einmal hier zum Licht anmachen. Eine kleine Lobby. Die Rezeption hier mit Rathaus schön und ein Monitor. Schön. Dann haben wir hier einmal Mädchentoilette. Diese Spiegel, die Stani gemacht hat, finde ich übelst nice. Also da, man sieht zwar nicht sich selber, aber die Tür, und das ist schon geil gemacht. Auf jeden Fall Herren- und Mädchentoilette. Hier hinten haben wir dann noch so ein kleines Büro, Doppelbüro, und dann haben wir hier eine Tür hoch zum zweiten Stockwerk, wo wir hier wieder zwei Toiletten haben, jeweils für Mädchen und Junge, und dann hier noch eine Tür. Hier dann so ein Warteraum, nehme ich an, mit schönem Ausblick auf den Supermarkt. Und dann haben wir hier ein weiteres, größeres Büro und dann hier noch ein Büro, ein größeres. Und dann haben wir hier noch einen größeren Konferenzraum. Und hier haben wir dann die Kitchen, wo man sich Essen machen kann und Kaffee. Also gut für Roleplay gedacht. Und ja, man braucht die Mod, um auf der Karte die Mod zu haben. Ansonsten wird das hier nicht stehen. Dann wird das hier leer sein. Also würde ich euch das empfehlen, euch die Mod zu holen. Wir steigen jetzt mal wieder ein, fahren mit offener Tür, ihr wisst, wie es ist. Und fahren hier weiter zu der Tankstelle. Wir können hier sagen, ah, wir tanken jetzt mal den Bus hier. Wenn ich nicht so scheiße wäre im Fahren. Das habe ich, sag mir jetzt nicht, ich habe mich festgefahren. Ach komm, Digga, nee. Wo habe ich mich hier festgefahren, hä? Ah, alles klar. Ich bin aber hier Superman, deshalb ich kann das. So. Und nochmal aus, weil sonst funktioniert das später mit meinen. Ah. Und der Trigger zum Hinsetzen ist auch nur drin. Ja, wir können jetzt sagen, wir tanken. Ja, wir sind krass, wir tanken. Ja, tanken, das ist hier nicht möglich, oder? Doch, ist es. Nee. Oder? Nee, ist nicht möglich. Muss ich mir auch Stani fragen, ob das möglich ist. Ansonsten, nee, ich glaube, dass ich nicht. Ich muss gucken. Da werde ich euch später nochmal mit aufklären. Wir können das auf jeden Fall betreten. Auch gut für Roleplay gedacht. Wir können hier sagen, wir kaufen uns eine Cola oder eine Sprite, was weiß ich. Hier hinten haben wir dann noch eine große Zigarettenwand. Nicht empfehlenswert zu rauchen. Dann haben wir hier ein paar Törtchen. Wir haben Wasserspender. Wir haben eine Kasse. Eine kleine Eisdings, was nicht fehlen darf, also eine Gefriertruhe. Dann haben wir hier nochmal Gasol und Bierkästen, Spezi hier. Und dann können wir hier hinten zur Werkstatt gehen, wo wir unsere Autos reparieren können. Das wird noch gemacht, dass man die Autos reparieren kann. In nur dem Mod kann man das nicht, soweit ich weiß, aber hier kommt ein Trigger, dass ihr eure Autos hier reparieren könnt. Heißt, ihr könnt euch die Tankstelle kaufen. Also jemand kann sagen, ihr könnt sagen, okay, ich will bei der Tanke arbeiten, dann kauft er sich das Grundstück, die Tanke, und dann kann der hier Autos reparieren und so. Und also ist alles für Roleplay gedacht. Tanken wird man dann hier auch können. Tonys Tank-Eck. Und dann können wir hier wieder rausfahren. Ist jetzt nicht für große Fahrzeuge geeignet, deshalb ist er auch in der Stadt. Wir haben dann, wenn wir sofort hier vorne weitermachen, wir können dann nochmal hier hinten kurz reinfahren. Oder wir gehen. Hier hinten gibt es dann noch einen Parkplatz für ein paar Autos zum Parken, der wird dann noch hinkommen. Und da fährt man halt hier vorne rein zu der Werkstatt und zum Parkplatz. Also ist schon relativ durchgedacht. Wir haben halt hier beim Supermarkt hier hinten auch die Anfahrt für die LKWs. Und dann kommen wir zu dem neuesten von den neuesten, die Kirche. Da hat sich relativ viel geändert. Also wir haben ja einmal so einen schönen Heckenzaun, ob ich das Zaun nennen kann, weiß ich nicht. Aber rum, wir haben hier einen kleinen Parkplatz, wir haben hier Leute, die hier langlaufen. Schön über den ganzen Friedhof laufen die hier schön lang. Wir haben die ersten Gräber. Ich weiß, es sieht ein bisschen komisch aus, aber im NLS ist alles nicht möglich, okay? Und daher ist das jetzt so gelöst, dass wir hier überall so hinkommen und... Ist halt so. Ich werde vielleicht hier und da ein Kreuz versuchen hinzubekommen, aber ich kann euch nichts versprechen. Auf jeden Fall wird das so aussehen und der geht halt bis nach hinten durch.
ist ein kleiner, schöner Friedhof. Hier kommen auch noch ein paar Bänke hier und dahin. Wie zum Beispiel, ich weiß nicht, warum der hier jetzt so NPC-mäßig drum steht, aber hier kommen Bänke hin, zum Beispiel an solchen Stellen, damit man sich hinsetzen kann. Und Bäume und, ja, ihr wisst, wie es ist. Die kommen auf jeden Fall hier rausgelaufen oder wieder rein. Wenn man nicht drauf achtet, dann hat man Glück, ansonsten sieht es halt ein bisschen komisch aus. Aber ich wollte, dass die aus der Kirche raus und reinkommen. Also ist das so gelöst. Und ich fand die Kirche an eins der schönsten Updates, die es bis jetzt gab. Weil, wenn wir uns das mal so anschauen, ich muss sagen, das sieht schon geil aus mit den kleinen Felsen hier vorne. Der schönen Hecke hier rum. Und einfach nur die Umgebung. Fand ich nice. Also könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und wir fahren jetzt weiter. Den Weg kennt ihr, glaube ich, schon. Das habe ich euch schon mal vorgestellt, dass hier jetzt ein Weg entstanden ist. Und da können wir jetzt auch runterfahren. Hier kommen noch Bäume hin und so. Und hier unten befindet sich die nächste Neuerung, die nächste große Neuerung. Bevor wir dahin gehen, schreibt in die Kommentare, was ihr findet, was hier unten hin soll. Also ihr seht ja den Weg da hinten, das soll so eine Einfahrt sein. Da könnt ihr schreiben, was ihr findet, was hier hin soll. Was weiß ich, ein Bus, also Busplatz oder was ihr wollt. Aber was möglich ist. Jetzt nichts Unmögliches für mich. Auf jeden Fall kommen wir hier zu den Neuesten von dem Neuesten. Ich packe jetzt mal absolut scheiße, aber egal. Wir gehen hier raus. Das, meine Damen und Herren, ist der neue Autohändler. Riesig, ich weiß. Da kommen noch überall mit Bäumen dekoriert hin und so. Aber so sieht er aus. Hier kommen überall noch Parkplätze hin und geparkte Autos. Und ich überlege, ob ich hier nicht gleich den Landhändler draus mache. Das müsst ihr wissen. Schreibt das auch in die Kommentare, also viel, was ihr schreiben dürft. Weil dann nehme ich das hier vorne weg und mache hier auch einen großen Parkplatz hin. Und das wäre dann, finde ich, zumindest auch ganz schön. Und den stellen wir irgendwo anders hin, als nur so eine schöne Halle. Also ich finde es bis jetzt ganz nice. Wir haben dann hier, also die ist komplett begehbar. Wir werden, also man kann auch die Tore hier öffnen, wenn man das kauft. Also man kann ja auch Autohändler sein oder halt Fahrzeughändler, je nachdem, was ihr möchtet. Und hier kommen halt noch die ganzen Parkplätze hin für die Autos oder Traktoren, die hier dann hinkommen. Dann haben wir vorne die Halle von MyGameSteam. Grüße gehen da auch raus, die man betreten kann. Das zeige ich euch jetzt zum ersten Mal, weil davor war das noch nicht ganz so möglich. Wir haben ja auch wieder Spiegel, die funktionieren. Und hier kann man halt die Lamborghinis und die richtig teuren Autos reinstellen. Und ich weiß nicht warum, aber ich gehe mal hier hin. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal an die Seiten, obwohl es eigentlich die Mitte ist, aber ja gut. Und dann kann man hier vorne auch noch welche hinstellen. Und das ist jetzt euch überlassen, ob wir hier eher einen großen Landhändler rausmachen oder ob wir das so lassen als Autoverkäufer. Und da nur die richtig teuren Autos drin sind und der Rest normale. Das dürft ihr entscheiden. Als nächstes fahren wir, wir können hier vorne rausfahren. Es hat nämlich zwei Einfahrten hier zwischen, wird man auch noch parken können. Wir haben dann hier die Ausfahrt. Ich blinke hier auch richtig, wie man es machen soll. Dann kommen wir zu der neuesten Neuerung, die es hier so gibt. Und meine Damen und Herren, bevor wir da hingehen, gibt's kurz, die Gebäude stehen da schon, aber die werden noch gemacht. Gibt's kurz das hier, was auch eine schöne Neuerung ist. Bushaltestelle, oh, alles klar. Erstmal den Spiegel voll dagegen gefahren. Bushaltestellen, Leute. Solche werden überall auf der Map sein. Die werden exakt so aussehen. Ich finde es nice, hier ist halt die Hauptbushaltestelle, also so gesehen. Weil ich dachte, vielleicht machen wir hier eine Schule hin. Das wird aber noch Work in Progress. Und auf der anderen Seite ist halt so ein großer Markt und die kleine Stadtumgebung. Heißt, hier werden viele Leute sitzen und warten halt. Hier kommen noch Bänke rein. Falls ihr fragt, was das hier ist, mein eigener Merch, schaut da gerne mal vorbei. Gibt's schöne Sachen, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt. www.zimofgaming.com. So viel dazu. Wir haben halt hier dann die Ausbuchtung gemacht, wo die Busse auch hinpassen. Wir können auch mal ganz kurz noch einen Bus kaufen. Als, sagen wir jetzt mal, aus Polizei. Ja, ist ja eh kurz vor der Polizei und Umfeld und Rundumleuchten mit einer DBS vorne dran und blauen Sitzen. Kaufen wir den und dann zeige ich euch mal. Guck, wir können jetzt sagen, den stellen wir nach hier vorne.
So, ist jetzt nicht so schön, aber es passt. Weil dann gehen wir hier rein und machen die Tür hinten auf. So. Und dann können wir den hier. Ist ganz schönes Design, diese Polizeidesign. Machen wir auch schon mal hinten auf. Oh, was ist denn das? Aha, weil hier haben wir die Umfeldbeleuchtung, da kann man das hier drin anmachen. Ja. Und dann können wir jetzt auch, dem muss er es halt irgendwie noch größer wegen der Dachbox. Kurz hinten reingefahren. Ja, alles klar, meine Künste, ihr kennt's. Wir können, ist zwar ein bisschen eng, aber es passt. Heißt, es passt, mit zwei Bussen hier lang zu fahren. Und beide können dann Personen mitnehmen. Also, das fand ich schon ganz nice. Auch wenn es jetzt nicht so gewollt ist, aber es geht. Und deshalb Bushaltestellen auf der ganzen Map wird es geben. Wir müssen nur ganz kurz die hintere Tür zu machen. Und das passt auch. Hier habe ich halt auf beiden Seiten. Und ich fand halt sehr schön. Aber jetzt, Leute, die Neuerung, auf die alle gewartet haben. Leute, das Meme ist vorbei. Ich stelle nur ganz kurz meinen Bus hier hin. So. Leute, wie lange habt ihr dieses Gebäude in der Luft schweben sehen? Wie lange habt ihr dieses Gebäude gemobbt so gesehen? Es ist vorbei. Endlich ist es da. Das neue, große Einkaufszentrum. In neuen Look, in neuen Style, in neuer Form. Und Leute, ich hab geackert. Ich sag's euch. Ich würde ganz kurz hier meinen Flugmodus anmachen hier, ja. Flugmodus. So sah es vorher aus. Oder ganz vorher, da war es noch braun. Ihr kennt das vielleicht alle aus der Elm Creek Map. Da war das nämlich. Aber ich wollte es in verschiedenen Farben haben und habe es nicht hinbekommen. Ich habe alles neu gemacht, neu strukturiert und das ist das Endergebnis. Es sieht zwar gleich aus, es ist nicht begehbar, noch nicht. Das kommt irgendwann durch ein Update. Erst will ich die Map veröffentlichen, damit ihr damit spielen könnt. Es hat aber Einrichtung schon da. Es muss nur die Tür animiert werden. Wir haben diesen riesen Parkplatz. Fragt nicht, warum der Zaun hier steht. Dieser riese Parkplatz, der noch geparkt werden wird. Also wo noch Parkplätze hinkommen. Wir haben rot-weißen Style mit grauer Schrift. Was unglaublicherweise sogar in der Nacht beleuchtet ist. Tada. Sieht ganz nice aus. Grocery. Hier war das mehr blau. Lädt sich sogar so einen Stab auf. Aber hier nicht, weil das schwarz ist, logischerweise. Das wollte ich auch nicht haben. Das lädt sich die ganze Zeit so auf und zu. Nice. Geile Animation. Aber so sieht das aus. Also hier steht auch Grocery. Ein roter Matt-Style. Es ist kein beleuchteter Strich wie hier. Auch wenn es vielleicht geil ausgesehen hätte. Brauche ich aber hier nicht. Und es ist halt in der Nacht beleuchtet. Wir haben hier auch einen neuen Style der Einkaufs-. Wir haben unter anderem auch dieses geile Schild, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Grocery. Was man sieht, wenn man auch von der Autobahn und Industriegebiet hier hinfährt. Dann sieht man das. Groß. Und dann kann man hier reinfahren. Hat halt dieses Riesenteil. Mit neuen Wagen. Die kennt ihr vielleicht noch von den anderen Dings. Das ist jetzt umgebaut worden zu rot. Und alle Einkaufswagen, wer hätte es gedacht, haben mein Sim of Gaming Logo drauf. Ja, Leute, ich wollte mich hier auch so ein bisschen verewigen, sagen ich mal so. Und ich fand's ganz schön. Das ist halt alles noch Deko, was ich auf einen Platz gestellt habe, was hier noch hinplatziert wird. Ups. Dementsprechend. Aber, Junge, wieso drücke ich die ganze Zeit die falsche Taste? Hallo? So. Ja, genau. Auf jeden Fall. Ich weiß, lange musstet ihr warten, aber es ist jetzt da. Wir haben auch von der Seite hier nochmal, hier hinten dann den Hinterhof, wo die ganzen LKWs hinfahren können. Das Gebäude wird wegkommen. Ich wollte euch nur mal den Vergleich zeigen. Dementsprechend habe ich das hier hingestellt. Das werden halt die Stadthäuser, die hier so ein bisschen stehen werden. Die Bushaltestelle bin ich am meisten stolz drauf und natürlich auch den Markt, weil die Bushaltestellen echt gut geworden sind, finde ich zumindest. Und die werden überall hinkommen. Also hier hinten noch eine, bei der Kirche noch eine, bei dem Wohngebiet noch ein. Und ansonsten habe ich einmal noch
hier, so wie es aussieht, ohne doppelt gemobbelt, halt, ihr könnt hier hingehen. Produktion verwalten, Lager ist leer, okay. Und Ländereien habe ich jetzt nichts Direktes angepasst. Wir haben halt schon die ersten 2-3 Felder hier, aber nicht mehr. Wir haben den Bauernhof, wir haben die Feuerwache. Der Bauernhof, also hatte ich schon viel gefüllt hier. Und hier fehlt einfach mal ein Stück Weg aus irgendeinem Grund. Lol. Hä? Nee, warte mal, das ist hier irgendwo angehoben worden. Keine Ahnung wie. Das muss auf jeden Fall abgesenkt. Lol, hä? Wie weit geht das bis hier? Als ob? Junge, den habe ich nicht. Muss ich mich irgendwie verdrückt haben, okay. Auf jeden Fall geht der Weg hier weiter. Die Brücke kennt ihr wahrscheinlich schon, die habe ich schon vorgestellt. So sieht's aus, der neueste Stand. Also ich bin sehr zufrieden. Es hat sich viel getan, innerhalb jetzt zwei Wochen waren es, glaube ich. Und ich saß mit dem Supermarkt bis 11 Uhr abends ab 6, weil ich das einfach nur fertig bekommen wollte. Und ich bin stolz drauf. Und deshalb verdient das einen Daumen nach oben. Und so viel dazu. Also schreibt in die Kommentare, was ihr daran haben wollt. Ansonsten machen wir da vielleicht eine Schule hin von der Erlengrad oder so. Schauen wir mal, was uns da einfällt. Und schreibt auch in die Kommentare, was ihr hier lieber habt. Den Landhandel, wo ihr die Maschinen dann später abholen könnt, die ihr gekauft habt. Oder das, was euch so normale Autoverkäufer. Und ob das da stehen bleiben soll. Und das würde ich sagen, war's bis jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like und Abo da. Und hier sind jetzt mal weitere Videos. Ich fliege wie Superman, ich weiß. Habt aber noch einen schönen Tag. Haut rein. Bis denn. Euer Sam.